direkt weiter mit Repair for Future, wie wir in Pandemiezeiten weiter gemeinsam reparieren. Und das erzählt euch jetzt der Andreas Frisch oder auch Fraxias. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt und mir richtig notiert. Großartig. Genau, er ist seit 2014 aktiv in dieser Repair-Szene und hat da eine ganze Menge zu erzählen. Und jetzt ganz viel Spaß damit. Ja, danke Jinx für diese wunderbare Ansage. Ich freue mich, euch im Stream begrüßen zu dürfen und lege auch direkt los. Frohe Ostern übrigens noch. Und zwar, ja, lege ich los mit einem kleinen Intro und erkläre nochmal, was ein Repair-Café eigentlich ist. Dann erzähle ich, was wir während der Pandemiezeit so getan haben, um uns die Zeit zu vertreiben. Und gehe dann noch ein bisschen auf die aktuellen politischen Entwicklungen ein. Ja, dann lege ich mal los. Ich bin Andreas Frisch, wie ich auch schon so nett angekündigt wurde. Ich bin Elektrotechniker und in meinem Dayjob Softwareentwickler, natürlich mit Cloud-Gedöns und Video und so. Habe 2014 das Repair-Café in Aschaffenburg mitbegründet und seit 5 Jahren gebe ich im linearen Live-Fernsehen für Rentner und Rentnerinnen und Hausfrauen Reparaturtipps. Ich möchte gerne anfangen mit einem wunderbaren Zitat. Irgendwo ist jeder Hacker. Jeder hat so seine Tricks im Alltag mit der Technik umzugehen. Und das hat ein wunderbarer Mensch namens Wau Holland 1984 schon während eines Interviews gesagt, Mitbegründer des CCC. Und damit hat er auch schon so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass Hacken, wie er es immer ausgesprochen hat, mehr ist als nur auf Tastatur einzuhauen, sondern dass da natürlich auch solche Dinge wie eben Reparaturfertigkeiten mit dazugehören. Und das bedeutet für mich eben auch, dass es eine wunderbare Schnittmenge und Synergieeffekte zwischen der Hackerszene und der Reparaturbewegung gibt. Ja, vielleicht hat sich die eine oder der andere in den Stream verirrt, die noch nie was von einem Repair-Café gehört haben. Deswegen hier nochmal so ein bisschen zur Geschichte. Im Jahr 2009 hat in Holland die Journalistin Martine Postma das Ganze ja als organisierte Bewegung gestartet, angesichts dieser unendlich großen Müllberge und Elektroschrottberge. Wollte sie eben die Nutzungsdauer von Geräten und von Produkten verlängern und hat deswegen Leute, die Spaß am Reparieren mit Leuten, die Hilfe beim Reparieren brauchen, zusammen an einen Tisch gebracht. Und das ist eben gestartet als eine kostenlose und ehrenamtliche Hilfe zur Selbsthilfe, mit dem Ziel, eben Abfall zu vermeiden und auch die Leute eine soziale Komponente da reinzugeben. Deswegen Café. Ne? Mittlerweile gibt es in Deutschland auf der Seite Reparaturinitiativen über 800 eingetragene solche Initiativen. Davon sind wahrscheinlich die eine oder andere nicht mehr aktiv oder hatten das nur einmalig gemacht. Aber ganz, ganz viele haben, also jetzt zumindest bis die Pandemie begonnen hat, sich regelmäßig, beispielsweise monatlich oder wöchentlich oder vielleicht sogar jeden Tag dort getroffen, um gemeinsam mit Leuten Dinge zu reparieren. Da gibt es dieses verschnörkelte Logo von der Stichting, also der Stiftung Repair Café. Das haben wir am Anfang auch verwendet beim Aschaffenburger Repair Café. Inzwischen haben wir uns da mit einem neuen Logo eigenständiger aufgestellt, das, wie ich finde, sehr schön geworden ist, weil es eben so die einzelnen Gewerke der Reparatur, die wir anbieten, in den Buchstaben darstellt. Also hier von Nähen bis Mikroelektronik, Schreinerei, Fahrrad ist da alles mit drin. Vielleicht gerade ein paar Fotos noch so nebenbei. Und währenddessen der Ablauf, wie das eigentlich funktioniert. Also die Gäste kommen mit ihrem defekten Gegenstand zu uns, füllen dann so ein Haftungs,
Ausschlussformular auf. Da wird auch schon eingetragen, was Sie mitbringen und was Sie denken, was daran kaputt sein könnte. Das kommt an eine Pinnwand oder wird irgendwo hingeklebt. Und die Helfenden suchen sich dann in der zeitlichen Reihenfolge das nächste raus, von dem sie denken, da haben sie Erfolg, das zusammen mit dem Besuchenden zu reparieren. Also es ist ja klar, dass jetzt nicht jeder sich zum Beispiel an ein Röhrenradio mit Hochspannung im Inneren dran traut. Im Gegenzug, ich könnte zum Beispiel keine Hose flicken oder sowas. Ne? Also jeder nach seinen Kenntnissen sucht sich dann das nächste raus. Die Reparierenden bringen ihr eigenes Werkzeug mit, ihre Messgeräte, ihre Nähmaschine, was auch immer. Das ist auch darin bedingt, dass unser Repair-Café so eine Art Wanderzirkus ist und jedes Mal in einer neuen Location sich befindet. Dazu gehören beispielsweise so kirchliche Einrichtungen, irgendwelche kommunalen Bürgerzentren, Verein für gesellschaftliche Teilhabe oder eben auch der Makerspace. Und das Repair-Café selber hat nur so einen kleinen Fundus an Verbrauchsmaterial und Kleinteilen, die wir immer mit rumtragen. Den Rest bringen eben die Helfenden selber mit. Ja, wie der Name Café, Repair-Café schon sagt, es gibt normalerweise Kaffee und Kuchen. Teilweise hier gibt es jetzt auch so orientalische Speisen oder wir haben auch schon warme Gerichte gehabt, also irgendwie ein Dal oder eine Erbsensuppe. Das wird sehr gerne angenommen von den Besuchenden während der Wartezeit. Ja, hier hat zum Beispiel der ADFC, also der Fahrradclub, Fahrradreparaturen angeboten. Wir hatten auch schon so Möbelpolsterer mit dabei, die dann dazu kamen und gratis ihre Dienstleistungen angeboten haben währenddessen. Hier wird irgendwas genäht. Also oftmals kommen zum Beispiel Leute, die eine Nähmaschine haben und in der Vergangenheit auch schon genäht haben, aber vielleicht einfach sich nicht mehr so sicher waren, wie das ging und es nochmal gezeigt bekommen möchten. Jetzt hier eine der ersten Veranstaltungen. Viele Leute, mehrere Reparaturplätze. Hier Willi repariert gerade einen Wasserkocher oder so. Hier repariert jemand was anderes. Da bin ich. Hier wird genäht. Also ein wunderschönes Bild mit Gewusel, wie es leider im Moment so gar nicht mehr vorstellbar ist und wie wir es sehr, sehr vermissen. Ich hoffe, es kommt bald wieder. Ich sage mal, 90% der Fälle sind ganz einfache Defekte, wo man schon direkt meistens vorm Aufmachen weiß, woran es liegt. Also irgendwie, es ist ein Kabel verschmort oder innen drin eine Thermosicherung ist durch oder so ganz einfache Sachen. Irgendwelche Sachen sind ausgehakt und müssen nur wieder eingehängt werden. Das ist also wirklich das Gros der Reparaturen, wo die Leute ganz schnell sozusagen abgefrühstückt werden können und wieder mit einem funktionsfähigen Teil dann nach Hause gehen können. Teilweise gibt es auch sehr komplizierte Sachen, irgendwelche HiFi-Geräte oder Digitaltechnik, so DVD-Player oder sowas. Und wenn man dann anfängt und versucht, da Digitalsignale zu verfolgen mit dem Scope und so, dann ist es an und für sich schon zu viel für den Rahmen. Also wir machen das immer von 12 bis 17 Uhr an einem Samstag jeden Monat. Und so viel Zeit hat man dann meistens gar nicht. Ja, was konnten wir während der Pandemie machen? Vor einem guten Jahr hat uns das ja wirklich eiskalt überrascht und wir hatten auch gar keinen Plan. Deswegen ist eigentlich bei den meisten Initiativen so im März der erste Termin immer komplett ausgefallen. Aber wir haben dann relativ schnell begonnen, uns da an eine Remote-Lösung zu wagen und haben dann tatsächlich im April schon einen Termin anbieten können. Also bei uns stehen die Termine immer fürs ganze Jahr schon fest. Wir publizieren dann solche Flyer, also für das kommende Jahr. Und für 2020 standen die auch schon fest. Und wir wollten natürlich diese Termine nicht alle ersatzlos streichen. Und deswegen haben wir dann auch zu diesen bekannten Terminen eben zu unserem online virtuellen Repair-Café eingeladen über unsere Homepage dann. Wenn die Situation das erlaubt hat, also das war bei uns so im Juli und im September, haben wir auch wieder zwei Präsenztermine noch veranstaltet. Allerdings mit
Voranmeldung. Normalerweise kann man das Repair Café einfach so besuchen und vertreibt sich dann eben während der Wartezeit dort ein paar schöne Minuten oder Stunden mit Getränk und guter Unterhaltung. Also es ist tatsächlich so, dass wir Stammgäste hatten, die, da hat man richtig gemerkt, die haben noch irgendwas aus dem Keller oder vom Dachboden zusammengekramt, nur damit sie kommen konnten für die soziale Komponente. Das ging natürlich jetzt nicht, deswegen mit Voranmeldung und Zeitschlitzen und dann wirklich nur ein Besucher pro Stunde, pro Reparierendem. Und das hat auch sehr gut funktioniert, natürlich auch noch mit den Abstandsmaßnahmen, mit Händedesinfektion und Mundschutz und so weiter. Aber das ging dann im Herbst natürlich auch wieder nicht. Ja, jetzt hier mal eine kleine Liste von Repair-Cafés, die ich jetzt so nach kurzer Suche und Recherche gefunden habe. Einige davon sind auch auf der Netzwerk Reparaturinitiativen-Seite verlinkt. Ein paar habe ich so gefunden. Und also bei vielen ist es tatsächlich so, dass die ihren normalen Turnus online weiter abgebildet haben. Im RC Gotha ist es so, dass die Individualtermine mit Leuten ausmachen. Also die verabreden sich und machen dann wirklich Einzeltermine. Das ist auch eine ganz schöne Sache. Und hinten stehen Links mit dabei. Wenn ihr die Präsentation, die im Fahrplan verlinkt ist, öffnet, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Was ganz toll ist, finde ich, und wo wir jetzt auch wieder so diese Überschneidung im Mindset zwischen der Reparaturszene und uns Hackern sehen, ist, dass ganz viele nicht nur auf kostenlose, sondern auf offene und freie Lösungen für das Videoconferencing setzen. Also die meisten benutzen tatsächlich BigBlueButton, beziehungsweise dann eben die Zenfcall-Variante davon, einige auch Jitsi. Zum Beispiel das Repair Café Achim bei Bremen macht das tatsächlich jede Woche sehr konsequent mit dem Jitsi vom Chaos Computer Club Hamburg. Wir beim Repair Café Aschaffenburg haben eine eigene Jitsi-Instanz installiert. Einige benutzen den offiziellen Jitsi-Server und ein paar Initiativen verwenden natürlich auch jetzt Zoom oder Microsoft Teams beispielsweise. Gut, wie kann Online-Reparieren funktionieren? Also das ist jetzt ein Screenshot aus unserem ersten virtuellen Repair-Café-Termin. Da kam eine Besucherin, die Anni, mit einem defekten Beamer. Und das hat also wahnsinnige Freude bereitet und uns richtig motiviert für die weiteren Termine, weil die Anni da wirklich ohne Berührungsängste rangegangen ist. Die hatte auch schon grundlegendes Werkzeug zu Hause und wir haben es dann wirklich nach langer Zeit, es hat ewig gedauert, das war sehr kompliziert, das ist wie immer meistens die größte Schwierigkeit, so ein Gerät erstmal zerstörungsfrei aufzubringen, haben wir dann geschafft nach mehreren Stunden und es war dann die Diagnose möglich, da ein defektes Bauteil drin auszumachen und zu sehen, was eben getauscht werden muss. Ganz eindeutig ist die Zielgruppe bei so einem Online-Repair-Café grundsätzlich erst einmal eine andere als beim klassischen Repair-Café. Dort haben wir meistens doch eher die älteren Semester, viele Rentner, also ich denke mal mindestens 3/4 der Leute bei uns, weil in der Generation auch eben noch dieses Nicht-Wegwerfen so richtig mit drin ist. Ne? Also das ist die Zeit vor der Ex- und Hop-Gesellschaft noch. Aber im Online-Bereich haben wir natürlich eher die Leute, die technikaffiner sind und da nicht so die Schwierigkeiten haben, reinzukommen. Was natürlich auch ganz schön ist, dort mal eine andere Zielgruppe anzusprechen. Ja gut, hier sieht man jetzt, da hat die Anni mit einem Handy reingefilmt in ihren Beamer und da konnte man also tatsächlich erkennen, dass von diesem Spannungsregulator hier so ein richtiger Brocken rausgesprengt war. Also der war kaputt, den konnten wir dann nachbestellen, weil man auch tatsächlich dann noch die Bezeichnung lesen konnte und den müssen wir ihr dann bei einem Präsenztermin einbauen. Was man sieht, ist, die Videoqualität ist nicht immer so
perfekt, dass man da alles wunderbar erkennen kann. Das ist natürlich technisch bedingt in diesem WebRTC. Ist es immer so ein bisschen ein Glücksspiel, wie im Endeffekt die Videoqualität ist. Also prinzipiell können die HD, aber ja gut, da gibt es jetzt verschiedene Dinge wie Bandbreitenprobleme und Packet Loss, die dann eben dazu führen, dass die Videoqualität automatisch runtergestuft wird. Einige Initiativen behelfen sich damit, dass sie out of band, also beispielsweise per E-Mail oder eine Nextcloud-Instanz, OnCloud oder auch WhatsApp halt noch hochauflösende Fotos hin und her schicken, damit die Reparierenden dann einen besseren Einblick kriegen. Was ganz schön ist bei diesem Online-Verfahren, ist, dass man nebenbei die von irgendwelchen dubiosen China-Seiten gerippten Repair-Manuals angucken kann und dann schauen, wo die Nasen sind, um das Ding aufzubekommen, ohne das Gehäuse komplett kaputt zu machen. Oder natürlich, wenn man jetzt sowas wie Software-Probleme debuggt, irgendwie Treiber von einem Notebook, dann kann man das auch halt mit TeamViewer oder mit AnyDesk oder sowas nebenbei laufen lassen. Gut, jetzt abgesehen von den Einzelinitiativen gibt es auch ein Online-Reparaturcafé des Netzwerks Reparaturinitiativen. Also diese, ich sage jetzt mal so, Dachorganisation mit den 800 eingetragenen Initiativen. Und das Ganze hat angefangen im Februar. Dort wurde also in der ersten Februarwoche jeden Abend von 19 bis 21 Uhr repariert und seither läuft es monatlich. Also das nächste Mal ist wieder in 2 Wochen Donnerstag, auch 19 bis 21 Uhr. Und dort nehmen eben Reparaturhelfer aus ganz Deutschland von verschiedenen Initiativen teil und es nicht nur ganz Deutschland, von dem ganzen deutschsprachigen Raum, sagen wir jetzt mal, da ist auch Österreich und die Schweiz dabei. Und es kommen natürlich auch Besuchende aus dem ganzen Bereich. Die benutzen dafür das Big Blue Button der Binary Kitchen, also auch wieder einer unserer Hackerspaces. Und das Ganze ist, muss man schon sagen, auch so ein kleines bisschen Selbstzweck, weil unter den Helfern und Helferinnen schon sehr viele Triebtäter sind, die das einfach brauchen. Also uns fehlt die Repariererei und wir gieren danach, dass wir wieder reparieren dürfen. Und da ist es zumindest so ein kleiner Ausweg, dass man sich da mal wieder treffen kann. Es gibt tatsächlich Wartelisten, wo sich die Leute eintragen für die jeweils nächsten Termine und die sind immer ruckzuck voll. Also wer jetzt Lust hat, sich das mal anzugucken, ich glaube, im Mai sind noch ein paar Slots frei. Im Endeffekt ist es aber so, dass bei jedem Termin immer die Helfenden die Besuchenden zahlenmäßig überwogen haben. Also beim letzten Termin waren es 40 Leute, die sich dort eingewählt haben. Davon waren dann im Endeffekt, glaube ich, 10 Reparaturen und die meisten wollten dann nur mal reinschauen, weil es auch viele selber Reparierende waren eben. Ja, so klassische Dinge, die man da wunderbar machen kann, sind beispielsweise so Sachen wie Wartungsarbeiten. Also wer hätte gedacht, dass ein Staubsauger einen HEPA-Filter hat, der irgendwann mal zugesetzt ist und getauscht werden muss. Oder vielleicht auch so kleine Tricks wie beim DVD-Player geht die Lade nicht mehr auf, weil der Gummi kaputt ist. Dann kann man den mit einem Haushaltsgummi ersetzen. Solche Sachen eben. Dinge, die ohne Lötkolben und ohne Multimeter eben reparierbar sind. Viele IT-Probleme sind dabei beispielsweise. Ja, für die älteren Semester gibt es dann jetzt auch, habe ich gehört, eine Telefoneinwahlmöglichkeit, weil die eventuell nicht direkt in dieses Big Blue Button reinkommen, können sie einfach klassisch einen Hörer in die Hand nehmen, eine Nummer wählen und werden dann dort eben angelitten. Ja, hier unten auch nochmal der Link zu dem Online-Reparaturcafé des Netzwerks. Findet, wie gesagt, monatlich statt. Gut, so jetzt ist natürlich unser Repair-Café eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wir ein Riesenproblem haben mit unserem
Elektromüll. Ich habe diesen tollen Infografikmüll hier letzte Woche gefunden. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an diesen intergalaktischen Sternzerstörer Ever Given, der im Suezkanal feststeckte, mit seinen 200.000 Bruttoregistertonnen Payload ungefähr. Und jetzt stellt euch mal 60 von diesen Schlachtschiffen vor und die Ladung besteht von den 60 Ever Givens komplett aus dem Elektroabfall nur Europas in einem Jahr. Also 20 Kilo Elektroschrott pro Kopf klingt nicht so viel, aber die vielen, vielen Millionen Leute, die alle 20 Kilo produzieren, also es ist einfach, es ist außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, finde ich. Und da können wir natürlich nicht viel mit erreichen, aber wir können zumindest einen Denkanstoß geben und vielleicht so ein bisschen das Bewusstsein säen, dass da ein Systemwechsel notwendig ist. Und das Ganze dann an die Politik und an die Industrie weitergeben. Ja, die EU hat eine Ökodesign-Richtlinie, die es schon seit vielen Jahren gibt und die uns Dinge beschert hat, wie zum Beispiel diese Energiesparlabels auf Produkten oder die Wattbeschränkung von Staubsaugern, die ich übrigens sehr sinnvoll finde, oder auch diese LED-Leuchtmittel, wo natürlich die Industrie leider das Ganze ins absolute negative Gegenteil verquert hat. Auf jeden Fall ist seit dem 1.3. diesen Jahres da eine Novelle in Kraft, die für Kühlgeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Displays, also Monitor und Fernseher, gilt und die ein Recht auf Reparatur stärkt. Sie fordert nämlich jetzt ein zerstörungsfreies Öffnen ohne Spezialwerkzeuge von diesen Produkten. Sie fordert, dass Ersatzteillisten und eine Ersatzteilversorgung gewährleistet sind für 7 bzw. 10 Jahre und dass Reparaturanleitungen publiziert werden müssen für professionelle Reparateure. Das ist schon mal ganz gut, aber es ist eben nur ein kleiner Anfang, weil es eben nur für diese eng definierten Produktgruppen erstmal gilt. Also das Gros des Mülls sind beispielsweise Haushaltskleingeräte und natürlich IT-Geräte, Notebooks, Handys, die sind da nicht mit drin. Wir hoffen, dass es irgendwann noch kommt. Die nächste Frage ist, was sind denn bitte professionelle Reparateure? Das weiß keiner so genau. Es gibt dafür keine Definition. Es gibt auch noch keine Liste oder Register. Also sind das jetzt nur Menschen, die ihren kompletten Lebensunterhalt nur mit Reparaturen bestreiten? Oder gehört da auch schon ein qualifizierter Reparierender im Repair-Café mit dazu? Die Lieferzeiten sind oder sollen maximal 15 Tage betragen für Ersatzteile. Aber eine Familie mit Kindern, die 2 Wochen auf einen Ersatzteil für eine Waschmaschine wartet, das ist auch schon ziemlich unvorstellbar lange. Software muss zwar zur Verfügung gestellt werden, also so Diagnosesoftware und so weiter, aber sie muss nicht aktualisiert werden. Also da ist immer noch das Problem oder das Schlupfloch der Software-Obsoleszenz, was dabei leider offen bliebe. Frankreich, unser Nachbarland, ist da jetzt schon einen Schritt weiter und hat einen Reparierbarkeitsindex, einen numerischen, dieses Jahr eingeführt. Das ist eben eine Zahl zwischen 1 und 10, die vom Hersteller selber berechnet wird anhand einiger Kriterien und die dann also im Laufe des Jahres verpflichtend angegeben werden muss für jetzt in der Pilotphase erstmal alle Smartphones, Laptops, Waschmaschinen, Fernseher und Rasenmäher. Sind halt Produktkategorien, mit denen man das jetzt erstmal ausprobieren will. Finde ich ganz gut, dass da Smartphones und Laptops explizit mit drin sind. Es soll später dann auf alle anderen Sachen ausgeweitet werden. Und diese Kriterien sind also zum Beispiel, dass für 9 Jahre Reparatur-Service-Manuals bereitgestellt werden müssen. Also wenn das für 9 Jahre gemacht wird, dann ist in dem Fall eben die volle Punktzahl in diesem Kriterium gegeben.
die Schwierigkeit der Demontage, also ob man dafür Spezialwerkzeug braucht, ob es überhaupt funktioniert, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, ist ein Kriterium. Also beispielsweise ein voll verklebtes Handy, Smartphone, wo man die Batterie nicht tauschen kann, würde dort keine Punkte bekommen. Ein Fairphone, wo das Ganze mit einem handelsüblichen kleinen Kreuzschraubendreher zu öffnen ist, würde da die volle Punktzahl bekommen. Die Verfügbarkeit und der Preis der Ersatzteile spielen mit rein, also das Verhältnis vom teuersten Einzelteil zum Gesamtpreis beispielsweise und produktspezifische Eigenschaften, wo man sich natürlich denken kann, dass die bei einem Rasenmäher anders sind als bei einem Smartphone. Jo, also konkret gesehen habe ich diesen Index noch nicht in der freien Wildbahn. Ich habe mal bei Amazon FR nachgesehen. Da sind die also noch nicht angegeben. Ab 2022 soll das also sogar strafbewehrt sein, dass die angegeben werden müssten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass jetzt im Laufe des Jahres sowas Ähnliches dann irgendwo erscheinen muss bei den Verkaufspunkten in den Online-Shops auf der Verpackung. Ja. Okay, also was wäre jetzt mein absoluter Wunschtraum als Repair-Aktivist und Umweltschützer? Das ist etwas, wogegen sich die Industrie mit Klauen und Zähnen wehren wird, weil eben im Moment das System noch nicht so funktioniert, wie wir uns das gerne wünschen würden. Aber ich finde, so das Wichtigste überhaupt, noch wichtiger als so ein Reparaturindex, wäre eine verpflichtende Angabe der projektierten Lebensdauer aller Produkte und dann auch die entsprechend lange gesetzliche Gewährleistung. Also wir kennen alle die tollen LED-Leuchtmittel, die angeblich 30.000 Stunden halten, aber dann nach 2 Jahren kaputt sind. Kurz nach Ende der Gewährleistung kaputt sind, ja. Das müsste meiner Meinung nach einfach so geregelt sein, dass die Leute die Auswahl haben zwischen dem Produkt, was vielleicht das Doppelte kostet, aber dann 10-mal so lange hält, und dem Wegwerfschrott. Und ihr wisst genau, welche Produkte gekauft würden. Ja? Wenn die eine Waschmaschine vielleicht 1.000 Euro kostet, aber 15 Jahre Gewährleistung hat und garantierte Lebensdauer hat, natürlich eventuell mit den nötigen Verschleißreparaturen, ist klar, und die andere Maschine 300 Euro kostet, aber nur 24 Monate Lebensdauer hat, ist es nicht schwierig, sich auszurechnen, mit welcher Maschine man auf die Dauer besser fährt. Ja, ganz wichtig wäre auch ein europaweites Rücknahmesystem für funktionsfähige oder einfach reparable Waren, und zwar getrennt vom Elektroschrott. Bei uns ist alles, was man zum Recyclinghof fährt, Abfall. Also ganz viele Leute tauschen irgendwelche eigentlich noch funktionsfähigen oder leicht reparablen Geräte aus, werfen die weg, und die werden tatsächlich im Normalfall alle geschreddert und nur noch stofflich verwertet. Das heißt, es werden da bloß noch ein paar Rohstoffe rausgezogen unter einem riesen Einsatz von Energie und einem riesen Verlust von Ressourcen. Das können wir so nicht weiterlaufen lassen. Belgien hat ein System, heißt der Kringwinkel, und das ist bei denen im Prinzip so die Sperrmüllabfuhr. Die holen die Geräte kostenlos ab und die werden von ABM-Joblern wieder aufbereitet und gehen dann wieder für einen schmalen Taler zurück in Verkauf. Ist eine wunderbare Sache, das bräuchten wir in Deutschland auch. Wäre ganz wichtig. Und natürlich, was jetzt so die Initiativen wie Hardware for Future oder Hey Alter, die Computertruhe, haben wir jetzt auch gehört, die Tage, was die machen, ist Rechner einsammeln, die abgeschrieben sind und die verschrottet würden. Funktionsfähige, wunderbare, einsatzfähige Geräte werden verschrottet. Und das ist eine Katastrophe. Also diese Sachen müssen einfach wieder zurück und ihre Lebensdauer verlängert werden. Eine staatliche Förderung von Reparatur wäre wünschenswert. In Wien gibt es 100 Euro Reparaturgutscheine, wenn die Leute ihre
ihre Haushaltsgeräte, ihre Handys oder was auch immer reparieren lassen. In Schweden gibt es eine Steuererleichterung für Reparaturen. Bei uns gibt es, also wenn der Klavierstimmer oder wenn der Heizungsinstallateur ins Haus kommen, gibt es dafür auch 20%, die man absetzen kann. Wieso gibt es die nicht, wenn ich mit dem Fernseher in die Werkstatt gehe? Ja, leider nicht. Bräuchten wir auch. Und was auch ganz wichtig wäre, eine Berücksichtigung der ökologischen und gesellschaftlichen Schäden schon bei der Produktion. Da ist jetzt das große Stichwort Lieferkettengesetz. Das müsste sehr teuer und viel teurer eingepreist werden, damit wir nicht auf Rücken der Ärmsten hier unseren ungebremsten Konsum von irgendwelchem Schrott austragen. Es gibt das Elektrogesetz, das ist Herstellern von Hardware eigentlich mehr so ein Dorn im Auge, weil es ein furchtbarer, zahnloser Bürokratietiger ist. Könnte man wunderbare Dinge mitmachen, nämlich verpflichtende Rücknahme und Wiederverwendungs- und nicht nur Wiederverwertungsquoten. Ja. Also im Moment gieren alle nach Elektroschrott. Da müssen Quoten erfüllt werden. Aber Schrott ist nun mal eigentlich nicht das, was wir brauchen. Wir müssen Geräte bauen, die länger halten, die besser reparierbar sind und die länger benutzt werden können. Ja. Und das wäre es dann auch schon von mir. Hier nochmal ein paar Quellen und ein paar Links. Pat ist im Fahrplan verlinkt, da könnt ihr euch das anschauen. Und dann freue ich mich jetzt auf eure Fragen und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, großartig. Ich saß die ganze Zeit schon hier und will eigentlich gleich schon wieder Dinge reparieren. ich finde das eine unglaublich tolle, jetzt halt auch unglaublich toll zu sehen, wie viele Menschen offensichtlich Dinge reparieren wollen, wenn die Liste an Helfenden noch viel länger ist als die Liste derjenigen, die sich helfen lassen möchten. Großartig. Vielleicht liegt es auch nur an schlechter Öffentlichkeitsarbeit. Möglich. Wir haben übrigens auch schon eine ganz lange Liste an Fragen im Pad. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut mal in den Fahrplan. In der Detailansicht vom Talk findet ihr den Link zum Fragenpad und auch die Slides mit den ganzen Links. Auch ganz, ganz großartig. Ich suche mir da jetzt mal gerade eine raus. Wie gut sind die Menschen daheim denn mit Werkzeugen ausgerüstet und wie findet ihr da Lösungen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja 1 Milliarde Baumärkte in dieser Republik und es haben auch ganz viele Leute Werkzeugsets. Also die Leute sind tatsächlich gut ausgerüstet mit Werkzeugen. Das Problem ist eher so die Literalität, wie kann man damit umgehen? Ja, wo muss man schrauben? Wo muss man messen? Und das funktioniert ganz prima, weil man das eben den Leuten dann online ganz gut zeigen kann. Ja. Vieles ist schwierig. Gehäuse sind meistens verklipst und da braucht man viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung, um dann die Sachen aufzubekommen. Und natürlich so Spezialwerkzeug wie zum Handy reparieren, das ist jetzt auch noch nicht so verbreitet. Ne? Also diese Sets mit diesen mini super kleinen Schraubendrehern, wo sich zum Beispiel Apple auch immer ganz gerne mal einen eigenen neuen Schraubenkopf ausdenkt für die nächste iPhone-Generation, wenn es nicht ganz verklebt ist, das ist dann doch eher was nicht so verbreitet ist bei den Leuten. Es ist nur ganz kurz erwähnen, erlebt das Chaos macht Schule, eine Studentin da saß mit, wie kriege ich das denn jetzt auf? Ganz großartig. eine ganz spannende Frage jetzt, da wird es jetzt allerdings auch gerade ein bisschen vielleicht auch bürokratischer. Wie sieht es denn mit DIN-Prüfungen, also VDE 0701, 0702 Prüfungen nach der Reparatur elektrischer Geräte aus? Zum Beispiel Lampentausch in der Mikrowelle, also die üblichen Haftungsfragen. Ja, also das Netzwerkreparaturinitiativen zieht sich da ganz einfach aus der Affäre, indem die sagen, wir machen keine Reparatur an Geräten, die an Netzspannung hängen. Damit ist das
von vornherein abgefrühstückt. Und in den klassischen Repair-Cafés wird es mal so und mal so gehandhabt. Also diese VDE bzw. DGUV-Prüfung, die gilt eigentlich nur im professionellen Rahmen, also in dem Moment, wo ich sowas in einem betrieblichen Umfeld mache. Und bei uns ist es ja mehr so eine Art nachbarschaftliche Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen sagen viele Initiativen, wir brauchen diese Prüfung nicht unbedingt durchzuführen. Viele machen sie trotzdem. Man muss auch sagen, dass die Prüfung teilweise relativ sinnlos ist. Teilweise ist sie auch lebenswichtig. Ja? Also es kommt immer ganz aufs Gerät an. Die Gesetzgebung ist da ziemlich starr. Aber es wird auf jeden Fall kein Prüfer, kein Reparierender irgendein Gerät rausgeben, bei dem er sich nicht sicher ist, dass das sicher und absolut zweifelsfrei ohne Gefahr für den Gast einsetzbar ist. Also im Zweifelsfall werfen wir es weg. Ja. Wie effektiv sind die Reparaturen und ABMs der Kommunen, die auf den Abfallhöfen schon vorfiltern, also zum Beispiel für Sozialkaufhäuser, bevor es in den Containern und Gitterboxen landet? Kann man da vielleicht zusammenarbeiten, zum Beispiel, um dort Ersatzteile zu ernten für anderweitig irreparable Geräte? Ja, das ist total unterschiedlich, weil da wirklich jede Kommune ihr eigenes Ding fährt. Also ich habe da schon wunderbare Beispiele, zum Beispiel aus Jena gehört, die so eine richtigen Art Vertrag geschlossen haben dort mit dem Recyclinghof und die sich also Ersatzteile beispielsweise da rausziehen dürfen, ganz offiziell. Es gibt andere, die haben da überhaupt kein Interesse dran, also hier auch in Aschaffenburg beispielsweise keine Chance. Das wird mit diversen Ausflüchten wird das abgebügelt, also Haftung und gefährlich und was der Geier. Im Endeffekt müssen die aber auch ihre Rücknahmequoten erfüllen. Also durch das Elektrogesetz sind Rücknahmequoten eben definiert, dass so und so viel Prozent der verkauften Ware dann nach ein paar Jahren auch wieder eingesammelt werden müssen, weil eben dieser Elektroschrott sozusagen anfallen muss. Und das ist auch noch viel zu gering, weil ganz viele Leute eben Schrott irgendwie bunkern oder der im Hausmüll landet. Und deswegen geiern die danach und geben das ganz, ganz ungern raus. Also ich habe jetzt auch schon gehört von so einem Wertstoffhof 2.0 oder sowas in der Art, irgendwie, ich glaube in München oder was, war das ein Pilotprojekt, wo eben tatsächlich ein Repair-Café und auch Bildungseinrichtungen an den Recyclinghof angeschlossen werden soll. Das wäre also eine feine Sache, ja. Da schließt sich gleich eine nächste Frage an. Wo findet denn die Erfassung für die Recyclingquoten derzeit statt? Und ist das, also gibt es da halt irgendwo eine zentrale Stelle oder wie läuft das? Also da gibt es irgendwie so eine Art zertifizierte Erstannahmestellen oder irgendwas, also quasi diejenigen Stellen, an die die kommunalen Recyclinghöfe dann ihren Schrott weitergeben. Das sind teilweise in den großen Städten wohl auch Eigenbetriebe, ansonsten irgendwie zentral, also sozusagen die Firmen, die den Krempel dann mehr oder weniger schreddern, auseinandernehmen und da die Bestandteile rausziehen, die zu recycelnden Metalle beispielsweise. Und dort wird meiner Meinung nach, ich bin also mit dem bürokratischen Zeug jetzt nicht so befasst, aber dort wird dann die Quote erfasst. Okay. Ich sehe gerade, hier sind noch ein ganzes Teil Anmerkungen und Notizen und Tipps von ZuschauerInnen im Stream dazugekommen. Großartig. Okay. Also unter anderem so, schaut mal auf eBay und Co. und sonstigen Plattformen nach alten Produkten. Das Zeug hält ewig. Es ist auch das Traurige, ne? Ganz großartig, wenn
leider Menschen, Verwandte, vielleicht ältere Menschen versterben und man dann halt Altgeräte erbt, die halten nochmal 20 Jahre. Ja, ist wirklich so. Ja. Es gibt dieses ganz berühmte Rührgerät 28 aus DDR-Produktion, was immer noch funktioniert. Also was jeden aktuellen Krups- und Bosch-Mixer bei weitem überlebt. Großartig. Oder auch tatsächlich Geräte ohne Strom. Man mag es kaum glauben, aber die halten auch noch mal 100 Jahre. Ja, ich schaue gerade, kommen noch Fragen rein? Wenn nicht, oder wenn es, wenn den Leuten später noch Fragen einfallen, ihr dürft gerne beim Online-Repair-Café reinschauen. Das nächste ist, wann war es? Gucken wir nochmal nach. Ich glaube, am 15. Ja, am 15. April ist wieder Donnerstagabends. Wunderbar. Und in Köln steht hier, freuen sich Menschen auch über Reparierende. Also da ist die Warteliste vielleicht noch nicht ganz so lang. Wenn ihr in der Nähe von Köln seid, einfach da mal nach dem Repair-Café Ausschau halten. Ja, spätestens, großartig. Wenn die Pandemie vorüber ist, dann wird der Bedarf explodieren. Also ich prophezei es, dann haben die ganzen Leute ihre kaputten Sachen zu Hause gesammelt und dann geht's wieder richtig los. Ja, genau. Ne? Also die Wände sind alle gestrichen, die Schränke sind alle durchgeputzt, dabei wurden diverse Geräte gefunden. Super. Ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein wunderbarer Vortrag, hat mir auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich suche mir gleich mal was zum Reparieren raus. Andreas, ganz lieben Dank und ja, ganz wunderbar. Ich bedanke mich auch. Wir sehen uns. Auf jeden Fall.